Hier stehen wir jetzt im Flurbereich zwischen künftigem Pressekonferenzraum und dem sportlichen Bereich. Heißt hier auf meiner rechten Seite wird künftig der Pressekonferenzraum entstehen und 80 Medienvertretern Platz bieten, die dann nach dem Spiel vorrangig den Trainern Frage und Antworten stellen können. Hier stehen wir jetzt im Allerheiligsten, im Herzstück der neuen Westtribüne, hier jetzt in der künftigen KSC-Kabine. Momentan noch nichts wirklich zu erahnen, aber durch die Trockenbauwände wird hier der Bereich dann abgegrenzt. Angrenzend natürlich dann die gesamten Räume, die dazugehören, angefangen von der Physiotherapie, dem Sanitärbereich, auch einem Arztraum, Lagerräumen und den Trainingsbereichen wie Reha-Bereich, Besprechungsräume oder auch dem Kraftraum.